Hallo und herzlich willkommen zur Bloodbow Chaos Edition. Wie ich schon länger schon mal gesagt habe, dass ich zu spielen werde, dann werde ich jetzt mal eine Runde hier beim Bloodbow Chaos Edition spielen. Jo, wir machen gleich ein Einzelmatch. Tutorial lassen wir diesmal sein. Ich möchte endlich mal ein bisschen Action zeigen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen klassisch Blitz. Nehmen wir ein Blitzspiel. Mit anpassbaren Regeln. Ja, und ihr wisst ja wahrscheinlich wieso, weil ich nehme Echtzeit. Ich liebe Echtzeit, weil dieses ganze planungsmäßig ist nicht so mein Ding. Ja, ich werde mal vielleicht stellen, vielleicht schaffe ich diesmal mal zu gewinnen. Ich weiß, dass ich so. Was ist das? Anstoß rein? Jo, keine Ahnung, werden wir machen mal. So, dann werden wir uns ein Team wählen. Ich glaube, da gab es eine 3D-Ansicht zum Einstellen, oder? Also, das ist immer das Team, okay. So, jetzt sehen wir die Orts. Gibt es da noch verschiedene Gruppen? Okay, gut. Es gibt hier ganz verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier die Vampire. Naja, die sehen nicht so toll aus. Blattfang, Dreikenhof, Burpa, Nightcapers. Mal schauen, ob sie ein bisschen anders aus oder sind nur dann die. Sie so optisch, so farblich, wo sie ein bisschen anders sind, na gut. Was gibt es denn hier noch sonst so? Nekromanten. Yoga. Sieht Yoga aus. Ach du Scheiße, wenn ich den schauen soll. Boah! Okay, die sind ein bisschen was? Lol, und die kleinen Wichte hier. Na gut, die sind sicher gigantisch. Chaos-Zwerge, wie sehen die aus? Okay, das sind so Minotauren. Minotauren. Ah, wie heißen die jetzt schon hin? Doch, Minotaurus ist doch, ja genau, Minotaurus. Unterwelt. Sieht auch so Goblin-mäßig aus. Puh, keine Ahnung, was nehme ich? Keine Ahnung, Waldelfen? Sind lauter Frauen natürlich. Das sind so Elfen, jetzt werden es Elben. Menschen, Zwerge, Halblinge, Untote, Untote. Die haben wieder nichts, auch nichts auf den Rippen. Die sind wieder so, so sind so Zombies und so. Die, ja komm, ich nehme glaube die Amazonen, Mann. Wobei ich habe gerade letztens ja schlechte Karten gehabt. Ach komm, nehme ich das immer. Und dann können wir noch was auswählen, nehmen die Allstars. Okay, sieht Voodoo aus, aber okay, lassen wir es mal so sein, annehmen. So, und dann nehmen wir noch ein cooles Stadion. Was haben wir? Gibt es hier was Neues irgendwie? Was ist nicht so bekannt vor? Das sieht doch nicht schlecht aus. Nehmen wir das hier. Okay, dann würde ich sagen, dann geht's los zu einer Runde Blood Bowl. Warte mal. Das verstehe ich ja ganz genau nie, was damit jetzt ist. Da 310, ich habe 300.000. Kannst du mal. Ja, gut. Fangen wir mal an. Ich hoffe, dass wir vielleicht gewinnen können. So, das einzige Problem ist natürlich, was ich jetzt gerade habe, in dem Moment, wo ich das so zuschaue, ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung ist. Aber ich glaube, da war ja eh nur Einheit auf den schicken, Einheit auf da schicken und ja. Und den Blattbau zu erzielen. So hat die Zahl eingeritzt. Bob und Jim Johnson heißen Sie herzlich willkommen. Machen Sie sich auf ein spannendes Match gefasst. In der Tat, Bob. Und wir sind hier, um diese Live-Übertragung für Sie professionell zu kommentieren. Los geht's! Halt diese umplatzieren. Ja, aber ich glaube, das lasse ich so.
keine Ahnung, wo stehe ich, wo annehmen erlauben. So. So, und jetzt habe ich Anstoß oder was? Der Ball ist im Spiel. Das riecht nach Ärger. Was? Anstoßtabelle? Killt das jetzt schon aus Ich glaube, die sind ihn gerade okay, warte mal, ich muss gucken. Ah, da ist er. Ich muss schauen, wie das funktioniert hier. Das war eine gute Linke, und zwar mitten auf die Nase. Du hast es erfasst, Jim. Die Nase ist gebrochen. Da ist aber auch sowas. Einfach dazu. Ja. Der hat den Boot schlafen geschickt. Was für ein Geschick. Was für ein Stil. Was für eine... Der will der jetzt werfen. Was für ein Hammerschlag. Da teilt aber jemand kräftig aus. Sicher gefangen, da gibt es nichts zu meckern. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, mein Freund. Jemand sollte ihm Riechsalz unter die Nase haben. Das nützt nichts. Er braucht wohl Nörgelextrakt, um wieder auf die Beine zu kommen. So, dann versuche ich da einmal auszuweichen. Keine Chance, ey. Keine Meinungsverschiedenheit, nicht wahr, Bob? Ja, Jim. Hatte wohl mit dem Austausch von Körperteilen zu tun. Das Problem ist einfach, dass ich da auch gar nicht zukomme, irgendwie. Ohne mir etwas davon zu sagen. Ich hab fast gar keine Spieler mehr. Ja, super, ich habe gar keinen Spieler mehr jetzt. Doch, da ist noch einer. Nimm ihn. Ganz offensichtlich hat da jemand versucht, sich den Ball zu schnappen und gleichzeitig darauf zu stehen. Und beides vermasselt. Na, super. Woher kommt denn der jetzt, bitteschön? Ja, super, der Controller hat eh keine Chance. Das macht Freude. Was ist denn das da? Bitte schön. Kann ich das nehmen? Ja, einmal ordentlich durchgeschüttelt werden, dann sieht man danach gleich wieder viel klarer. Oh, der Schlag hat gesessen. Gut, meine Leute stehen wieder auf. Auch nicht schlecht. So, jetzt da übergeben. Und yes! Jetzt machen wir ein Tor endlich. Na also. Die Power-Ups, die hier rumstehen. Irgendwie habe ich mal ein Tor erzielt. Der ist auch gar nicht oben. Jo, ich glaube, wir können gleich durchschalten. Nächste Runde. Ja, okay, Escape. Gut, dann würde ich sagen, gleich annehmen so. Und dann spielen wir mal. Ich muss über die Mittellinie spielen, das ist ein bisschen doof. Ja, ja, gut. Der Ball gehört dir. Ah. Das ist ein Der wird nicht mehr so schnell zurückkommen. Ohne die Rüstung hätte das bestimmt wehgetan. Aber das hat es auch. Hörst du nicht die Schreie? Der Spieler hat den Ball erwischt und jetzt stürzen sich alle auf ihn. Ja, das ist so. Wir stürzen uns alle auf den. So, ich würde sagen, da stelle ich jetzt einen mal da hoch. Sondern ein harter Schlag auf den Hinterkopf. Da macht jemand erstmal ein Hüterchen. Und wird nach dieser Aktion so schnell nicht mehr aufwachen. Wir bekommen gerade eine Einstellung rein. Skandal bei der Weltkonferenz und mit der Führung der Menschen. Die drei Zonenteilnehmer wurden zu spät darüber aufgeklärt, dass der Krug auf ihrem Tisch kein Bier enthielt. Ah ja, wurde. Halbzeit, okay. Ach, diese Texte von den Moderatoren, ey, unglaublich. Okay, zweite Halbzeit, 5 Minuten. Ja, jetzt würde ich mal sagen, ich platziere die mal ein bisschen rüber. Unsere Spieler, wenn die eh da und da spiele ich darüber spielen. Mach dir keine Sorgen, Jim. Da gab es einige, die mussten gut und gerne einige Stunden operiert werden. Das klingt ja toll. Gut, annehmen. Der Ball ist in der Luft. Oh nein, Scheiße. Jetzt, ja, genau, hab ich gefunden, sowas. Hier kommt ein Spieler, der Blood Bowl-Geschichte geschrieben hat. Mag sein, aber zu meiner Zeit konnte er nicht wirklich schreiben, weil ich ihm regelmäßig die Arme gebrochen habe.
Was ist das für ein Stern? Oh nee! Ich glaube, da hat jemand Probleme damit, die richtigen Impulse vom Gehirn in die Arme zu lenken. Welches Gehirn, wenn ich fragen darf? Gute Frage. Boah, der hat schon umgehauen, mich? Unglaublich. Scheiße, das schaffe ich nicht mehr. Ich finde das immer so geil, dass die einmal schlagen können und meine Leute sind ausgeschaltet. Das ist unglaublich. Ich prüfe hier eine 5 Minuten auf einen umher und der macht schlag mich einmal und K.O. Ein Spieler, für den sich die Fans untätige Sänger ausgedacht haben. Zum Beispiel Ole, 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 Starspieler, Ole. Und nochmal, Ole, 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 Ole. Okay, das war's. So, okay. Gehe ich mit dem mal dahin mal vor. Und nee, nimm den Ball endlich. Unglaublich. Aber das sieht das wieder. Wir haben hier schon zwei Tote oder zwei Verletzte. Ein paar Schläge ins Gesicht, dann ist man wieder hellwach. Der Angriff könnte ihr Spiel wieder antreiben. Nein! Nicht erwischt! Zu dumm! Vielleicht hätten sie den Ball auf einem Silbertablett servieren sollen. Ja, jetzt aber komm, nimm ihn! Und jetzt rein aber mit, ey, oh! Unglaublich! Unglaublich, Trollkleber auf dem Sitzen. Naja. Sollen wir nochmal ein Tor zu machen? Wir haben 2-1. Es könnte immer noch Unentschieden geben, das darf abbrechen. Und das darf ja nicht passieren. So, jetzt werde ich mir hier vorspielen. Noch 3 Sekunden? Ne, 52. Ja. Ach du Scheiße. Das glaube ich wieder nicht. Haben Sie es gesehen? So bleibt er stehen. Wollte mir eine Chance geben? So, jetzt hauen 4 Leute hauen auf einen einzigen Spieler. Wo kriegt der nicht platt? Autsch, das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten ins Gesicht. Da wird jemand nach dem Spiel schlimme Kopfschmerzen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr der Aufwärtshaken wirklich gefallen hat. Was spielt das schon für eine Rolle? Wegstecken muss sie ihn sowieso. Autsch, sie hat ihn bewusstlos geschlagen. Ach ja, die Frauen. So, jetzt würde ich mal da vorgehen zu spurten. Das was bringt. Warte mal kurz. Der verliert den Ball auf keine Chance, den Ball abzunehmen. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, den Gegner mal in Frage bringt. Und jetzt? Matchende. Boah! Vor fast wäre es ein 2-2 gegeben. Aber ja, haben doch mal gewonnen. Und dieses Ende ist schon 1 Meter vor der Linie fürs Unentschieden. Unglaublich. Haben wir es doch noch geschafft. Jo. Nach diesem Schlag wird er wohl kaum weiterspielen können. Wer weiß, er hat immer noch 2.
Schon als die Spieler auf den Platz gelaufen sind, hat man ihnen angesehen, dass das heute nicht ihr Tag sein würde. Naja, zumindest einige von ihnen werden gar keinen Tag mehr haben. Da zählt keine Ausrede. Keine Eier, kein Sieg. Also, ich bin mir nicht sicher, ob dein Kommentar so rüberkommt, wie du ihn gemeint hast. Ja gut, ab Kommentar jetzt, ob jetzt ist oder nicht. Das war Blood Bowl Chaos Edition und ich denke jetzt bei dieser Folge belassen. Ich wollte euch nur noch zeigen, ist halt zur Legendary Edition nicht viel anders, ganz ehrlich gesagt, ist ziemlich gleich gehalten. Die haben wohl ein, zwei neue Gruppen noch eingebaut, sonst wäre es eigentlich gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn es euch gefallen, lasst mir noch ein Like da und schaut beim nächsten Mal rein, wenn es heißt irgendwie Let's Play irgendwas. Und tschüss!